So, so YouTube. Hallo, lo. herzlich willkommen zu Geotesting. Ja, was ist Geotestic? Wir werden genau herausfinden, wann, äh, wo wir sind. Nicht wann wir sind. Wir wissen, wann wir sind, 2024, aber wir werden herausfinden, wo wir sind. In drei schnuckligen Runden und wir lassen uns so viel Zeit wie wir mögen. Und ich würde sagen, wir starten. Und lassen uns überraschen, wo wir landen. Runde 1 startet jetzt. Okay. Oh, ich dachte gerade, oh. Aber wir sind in der Mongolei. Das ist gut. Das ist nicht so schwer. Das macht ein bisschen Spaß. Da muss man sich anhand der Straßen orientieren. Ich meine, die haben nur acht Straßen. Von daher ist es nicht so wild. Viele merken sich ja auch immer, welches Auto zum Beispiel hier gerade fährt. Sowas merke ich mir ja gar nicht, nicht? Dieses Auto fährt nur die fünf Straßen, das da. So ein Gedächtnis hätte ich gar nicht. Okay, da ist der Ortname. Hapahipina. 70 Jahre. Hm, ich meine, die haben auch nicht so viele Orte. Das ist halt auch sehr, sehr gut. Und wenn wir jetzt irgendwas mit HAP finden, dann haben wir schon. Ne? Dann müssen wir nur die Straße ein bisschen abgucken. Wenn der Ort jetzt kleiner wäre, haben wir natürlich ein Problem. Hap, erb, ab. Da müssten wir ein bisschen mehr ranzoomen. Ja, wird ein kleinerer Ort sein. Okay, Zoomstufe 1. Ich gehe in den schill modus Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt hapfen. der gute hab ist wo ulambarthor da wird's nicht sein hüsche Hü is human mhm Nicht, dass es noch eine Zoom-Stufe dichter ist. Dann wird's, dann wird's kritisch. Dann müssen wir doch mehr Informationen ranfinden. Hopp habe ich. Hopp ist aber nicht Happa. Happa, Happa. How much is the fish? Happa, Happa. Okay, also doch noch eine Zoom-Stufe mehr. Burgasani. Ist auch in Mongolei, nicht? Ja, gut. Nicht, dass ich die falsche Sache angewählt habe. Passiert mir manchmal. Ein Shame, wer Böses denkt. Hm. Was ich zum Beispiel. Also, meine Nemesis sind meine Augen, nicht? Die Sachen klar zu erkennen, ist zum Beispiel mein Problem. Da haben andere einen deutlichen Vorteil. Ich habe echt... Ja, Brille ist schlecht, Augen sind schlecht. Da werde ich leider nichts in meinem Leben dran ändern können. Und das macht es schwierig. Ich hätte das alles gerne ein Stück größer, nicht die, die Schrift. Ich bräuchte echt so eine Bildschirmlupe, aber das schon, als ich auch Kind war. Äh... Ich finde es schade, dass man das halt bei Google nicht einstellen kann. Bei Maps. Das wäre auf jeden Fall sehr hilfreich, sage ich mal. Okay, ich sehe kein Happer. Der Ort wird also zu klein sein. Tja, oder Happa heißt Willkommen in Büernat oder sowas. Dann habe ich natürlich auch ein Problem. Ähm oder er steht hier zum Beispiel nur Bayer Enger und das heißt Happa oder so. Das wäre natürlich auch blöd. Es geht ja in beide Richtungen, dass sie hier falsch angezeigt wird. Okay, wo fährt der Bus denn hin? Vielleicht können wir daran was erkennen. Steht nicht da schlecht. Ist das ein Schild, wo es hingeht? Nach zön Was Aber zön -hüm ist was Großes, oder? zön -hüm". Das kommt mir auch so bekannt vor. zön -nom". Oder was da auch immer steht. Oder wie man es auch immer ausspricht. Vor allem, ich denke mir ganz andere Worte im Kopf, nicht? Als aus meinem Mund dann rauskommen. mit Zön-Höm, zön, -hüm", zön -hüm", hom Döm-Döm. Mm, 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 mm. Aber Son ist doch nicht so groß. Aber das hat, da. Ich bin der Meinung, da waren wir schon mal. Auf jeden Fall nach Nordosten geht das nicht nach Ulaanbaatar. Das steht nicht dran. Das heißt, wir müssen vielleicht in einer anderen Ecke sein. Ugh. <laughs> ne, Xi oder Büg. Xi oder Büg. Büg, büg, büg. okay. Was ist denn hier? Was ist da drüben? Hm, Supermarkt, ja, toll. Das hilft mir jetzt auch nicht viel. Es ist auch so, so mitten in der Wüste, aber ein Zebrastreifen. Das ist, Das, ist oh. das ist wirklich, ich meine, wo, wo wollen die Leute hin? Einfach, einfach ins, ins Nirvana laufen? Einfach in die Wüste? Da steht auf den Reifen. Hotel oder so, nicht? Okay, die basteln dann in ihrem Auto rum. Ja, Reifen haben sie ja auf jeden Fall genug. Da können sie auf jeden Fall äh, viel dran rumbasteln, nicht wahr? Hm. Kleiner Tempel. Okay, wir fahren ja eher nach Nordwesten, Norden, Osten, Süden, Westen. Wir fahren also eher so. Wenn wir jetzt uns mal die Mongola angucken, dann können wir eigentlich eher auf der Seite nur sein, nicht? Weil die Straßen hier eigentlich führen alle Straßen nach Ulaanbaatar. So, das heißt, in der Ecke müssten wir vielleicht irgendwo rumhängen. Vielleicht sogar hier. Das hier ist ja schon größer, nicht? Da, da ist ja wirklich was zu erkennen an Ortschaft. Das hier wäre ja auch ein bisschen größer, nicht? Da sind auch mehr als eine Straße und so. Wir haben ja wirklich nur so einen Durchfahrtsort im Nirgendwo. was hier hinten oder so. Happer stand da, nicht wahr? Hm. Ne, hilft auch noch nicht. Morkun? Okay, aber die geht lange nach Nordwesten. Oha. Huh. Oh, da ist ein Schild. Okay, es heißt wirklich Hapabüna. Ich mm. brauche auf jeden Fall Herzen im Chat von euch. Damit wir das hier durchstehen. Ich hoffe nicht, dass wir hier irgendwo Nirgendwo sind und die Straße nicht eingezeichnet ist. Wobei die Straße von der Qualität her schon... Da fliegen die Herzen, sehr gut. Äh, doch schon eine größere ist. Ihr seid noch am Leben, Chat. Das ist immer wichtig. So ist gut, so ist gut. Mehr Herzen. E eure Finger werden schon richtig wund. Barahüb? Happa. Kann denn einer von euch Kyrillisch? Weil es kann sein, dass der Name hier nicht auf Kyrillisch drin steht, nicht? Sondern Möhrin Suma ist Happa Binar. Äh, wahrscheinlich können die wenigsten das wirklich sprechen. Oha. Ich sehe schon. Das wären mehr als 100 Reaktionen heute. Das freut mich. Die Woche war schwach, oft nur 100 Reaktionen, aber heute, das könnte, das könnte was werden. Ich fühle das richtig. Und Happabuna würde ich auch gern fühlen. Aber der Wüstenteil ist schon, schon richtig. Vielleicht hier hinten der eher. Wir haben ja ein paar Felsen, aber hier wären große, nicht? Also, wenn ich mir das angucke. Okay, ihr werdet ja, jetzt, 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 oh, oh, eure Finger. Also, im Südwesten ist gar nichts, nicht? So an, an Erhebung. Wir sind auf einem leichten Hügel nach Nordosten. Das heißt, ich würde uns wirklich, wenn, in so eine Ecke hier verorten. Also ab hier alles. So, aber wir können auch hier drin sein, in so einer doofen Stelle. Und sind auf dem Berg drauf. Zum Beispiel sind wir hier in Happabüna. Guckt mal. Da ist es. Alles nur durch eure Likes. Aber wir haben es noch nicht geschafft. Jetzt haben wir die Kreuzung gefunden. Aber wir stehen ja nicht an der Kreuzung. Wir stehen irgendwo anders. Und das gibt es nicht. Ich meine, die Kreuzung ist nicht so weit weg. Die ist hier. Richtung Westen. Ich würde sagen, das ist die Kreuzung, nicht wahr? Jetzt gucken wir nochmal. Es geht hier nach Zönom. Om steht nicht drin. Aber ihr seht, die Magie von, von euren Herzen hat's gebracht. Es könnte noch sein, dass es ein anderes äh, Happerbühnar gibt, nicht? Oder dass ein bisschen anders geschrieben ist, aber ich denke mal, das ist es. Mm. Die anderen. Gut, hier kann auch was anderes draufstehen, nicht äh, Werksarbeiter oder sowas. Ich hoffe eure Finger sind nicht abgefallen. Wir können es ja ganz einfach lösen, indem wir jetzt in die andere Richtung gehen, Richtung Richtung Osten. Und da muss ein See kommen. Wenn da ein See ist, sind wir richtig. Das sieht nach komischem See aus. Aber vielleicht ist er das ja. Ich sehe die Herzen nur so fliegen. Sehr sehr geil von euch. Wenn ihr damit jetzt noch einen See herbeizaubert, so dass wir wirklich da sind. Oh, da steht sogar was. 90. Was auch immer 90 bedeutet. 90 Herzen pro Sekunde im Chat, das könnte sein. Guten Abend, Marvin. Ja, das könnte schon, könnte schon ein ausgetrockneter See da hinten sein, nicht wahr? Oder da. Ich meine, das könnte das sein. Und jetzt hier hinter, da müsste denn der See kommen. Okay, ich fahre noch ein Stück rum. So von dem reinen Ding sind wir erst hier. Und jetzt müsste denn ein Weg nach Südosten, also wir müssten weiter nach Süden abfallen gleich. Dann wäre das unser Hapabüna. Wenn das jetzt hier nach Norden weitergeht. Oh oh. Dann ist es nicht unser Hapabüna. Aber da kommt irgendwas. Das sieht gut aus. Ihr kreuzt uns in irgendeine Straße. Oh oh. Hapabüna Zim. 1952. H. A P A H 6 U N A R Ich würde sagen, das ist es. Jetzt ist nur die Frage. Nicht, dass wir hier unten sind. Und jetzt hier gerade hochgefahren äh, oder hier Naran Bulak. Straßennamen haben wir ja nicht. Mich verwirrt halt dieses Tor hier gerade. Was steht auf der Seite dran? Auch nur Hapabina Sim. Was machst du? Wir machen Geotestik. Bad düben. Ach guck an. Das ist auch hier in der Nähe. Da waren wir, glaube ich, mit dem Rad schon mal. Wir sind in Hapabynar. Und fahren durch die Wüste. Aber das... Also ich sage es ungern, aber ich glaube, wir haben ein anderes Hapabynar. Aber da kommt die Kurve. Doch, okay, das ist also weiter skaliert, als ich denke. Doch, eure Herzen haben doch geholfen. Aber dann muss hier hinter jetzt der See kommen. Dann ist das echt riesig. Warte mal, wie viele Kilometer sind denn das? Ah, guck mal, das sind zehn Kilometer sind das hier alleine. Okay. Ja, locker. Dann ist der See ja noch zehn entfernt. Aber den See sehe ich nicht. Ich fahre jetzt auch nicht bis zum See. Wir müssen jetzt gucken. Ich meine, die Einfahrt hier ist leider nicht eingezeichnet, nicht wahr? Können wir auch badüben? Naja, in Geotestik wird man zufällig abgesetzt. Von daher ähm, werden wir immer gucken, dass wir das herausfinden. Hier ist die Bank. Die Tankstelle ist halt nicht eingezeichnet. Jetzt ist so die Frage: Sind wir halt hier oder sind wir da? Also ist das hier die Kreuzung? Oder ist das da vorne die Kreuzung? Ich würde auch schon sagen, das hier ist die Kreuzung, die Hauptkreuzung, oder? Weil hier geht es ja nach Norden nicht rein. Das hier ist ja nicht wirklich eine Straße, würde ich sagen. Bedeutet, wir sind vielleicht hier. Haben wir mal so 50 Meter rein? Da. Finish. Wir sind dann doch an der Kreuzung. Okay. Gut zu wissen. Ach. Aber es war das ulambar Ihr habt, Buna, äh, äh, ihr hattet recht. Puh. Glück gehabt. Oh, es war echt knapp, nicht wahr? Hätte fast einen Punkt gekostet, aber Runde 1 haben wir geschafft und damit geht es weiter. Und zwar nach Runde 2. Oh, und wir starten in Südafrika, sehr stark. In der A1, oder? Südafrika? Halotze? Ich hätte jetzt erstmal Südafrika angenommen, aber A1 kann auch woanders sein. Die haben andere Bezeichnungen hier nicht. Die haben nämlich R, ähm, dann vielleicht Botswana A1. Wir waren lange nicht in Botswana. Gabone Blute, Blute, ja, nicht, ist Botswana. Blute, Blute. Lobatze, Halotze. Ähm. Das finden wir doch. Das finden wir. So, die A1 geht nur bis hier. Schebese. Francistown Moripulu Mpö, Pitassi Lubatze, aber wir haben doch Bluter Blutee. Hm. Rambala Papam, Pizane Rakuna. Dann gehen wir die mal in, in Pöhm, Sohne in Enger, Dings an, Halotze. Oder sind wir im anderen Land? Topsi Maope, Serule und hallo Freakshow, liebe Grüße aus dem Ammerland. Willkommen, willkommen. Das hier ist nicht ganz das Ammerland, wo wir gerade sind. Schibese. Okay, aber ich find find das nicht. Dann könnten wir noch vielleicht Lesotho hat eine A1. Blute, Blüte. Okay. Lesotho, aber die A1 ist nämlich gelb, deswegen habe ich äh, nicht von den Zeichen eher auf ein anderes Land und hier Salotze. Das heißt, hier zwischensimpfer. Okay, das ist schon mal gut. Ich muss sagen, Swasiland, äh, bzw. Eswatini, Luisotto sind echt hübsche Länder und auch echt ordentlich, nicht? Also das hier kann man auch mit Südamerika so ein bisschen verwechseln. Ähm, schöne Landschaftsform und Vegetation, muss ich sagen. Also... Ich glaube, das ist auch ein relativ sicheres Land, nicht? Es hat sehr viel Tourismus, glaube ich. Aber verständlich, das hat ja ein bisschen was Rocky Mountain mäßiges sogar. Und hallo Sidewalker, willkommen, willkommen. Damit sind alle vier Zuschauer, die heute da sind im Chat. Heute ist kein guter Tag. Ich sehe auch schon wieder gerade, die, die Bitrate funktioniert anscheinend nicht. Ich merke immer, wenn ich wenig Zuschauer habe und wenig Aufrufe und die gelbe Nachricht von YouTube, dann stimmt bei YouTube irgendwas nicht. Dann stellen die gerade irgendwas um. Ähm, Sansibar, was für ein Witz. Wir sind, wo sind wir? In Sansibar, Public Bar. Nein, wir sind in Lesotho. Aber gut, wir hätten noch in Sansibar sein können. Die Sansibar, die ist ganz sensibel. Ähm. Ja, nicht? Das funktioniert dann immer nur mäßig gut. Maluti Agriquip. Hm. Ist auch noch kein Ortsname. Die Grundschule oder so könnte den Namen des Orts tragen. Oder wir fahren einfach raus. Sag mal, wir waren schon mal in diesem Ort, oder? Der sieht so aus. Gut, vielleicht sieht es in dem ganzen Land so ähnlich eh aus. Aber der sieht so aus wie das, wo hier das Gericht war. Erinnert ihr euch? Schon ein paar Wochen her. Brickyard-Plan, Bakuena. Ich guck mal, sehen wir im Bakuena? Bakuena. Ne, sehe ich nicht. Wie ist das Spiel? Welche Unterschiede gibt es zu Geogesser? Es ist äh, for free, free-to-play. Ähm, ist es donation-basiert? Also man kann den Unterstützer Donations geben. Äh, den, den Entwickler. Und kann dann Supporter-Level freischalten, dann kriegt man nicht Werbeeinblendungen und sowas. Ansonsten muss man mal eine Werbung wegklicken. Ähm, ja. Aber wenn man Supporter Level X ist, dann hat man eh werbefrei oder wenn man, so wie ich, einen eigenen API-Key verwendet. Also man kann da viel machen, sodass man das Spiel gratis spielen kann. Man hat Multiplayer, man hat verschiedene Modi. Also es ist eigentlich ein GeoGesser nur anders. Also einfach vergleichbar. Kahama Road sind wahr. Gut, da wir nur eine Straße haben, dürfte die Kahama Road heißen. Build smart. Ich finde es eine sehr, sehr schöne Alternative, weil ich mag dieses Abo-Modell nicht. Ich zahle lieber im Jahr freiwillig meine Donation, um das, was ich gespielt habe, zu unterstützen, als dieses Zwang Abo-Modell, wo ich dann denke, boah, jetzt muss ich spielen, weil ich ein Abo habe. Ähm, genau. Ansonsten nehmen die ja eh alle die Geodaten von Google. Das heißt, wenn dich nervt, dass äh, in GeoGesser die Daten nicht funktionieren, funktionieren sie hier genauso wenig. Aber da können die Spiele nichts für, weil sie ja einfach nur auf Google aufsetzen. Geotastic steht aber auch im Titel und äh, irgendwo auch als Spieltitel. Ich weiß nicht, ob das in der App nicht ordentlich angezeigt wird. Aber ich glaube, wenn man geht, um ein Like zu machen, dann sieht man auch, wie es heißt. Aber manchmal zeigt Google das nicht an. Das stimmt. Das ist ungünstig, da müssen wir noch dran arbeiten, dass bei Livestreams vielleicht auch der Titel des Livestreams irgendwie gezeigt wird oder wenn man ein Spiel spielt, der Name des Spiels, das wäre schon hilfreich. Jetzt sind wir im guter Blute. Okay, das heißt, wir sind wirklich ganz eng hier vor. Borybing, dann sind wir hier hier irgendwo. Ne, hier waren wir nämlich noch nie. Dann starten wir irgendwo hier, wahrscheinlich da. Bute, Bute, Cash Carry. Die Frage ist, wo fängt Buta, Buta an, nicht? Und wo hört's auf? Äh, ungünstig. Aber ja, das sieht hier schon städtisch aus. Ey, ein Zirkus. In Afrika? Das ist ja krass. Also in Lesotho. Ja, aber ist ja Afrika. Aber. Ich habe noch nie ein Zelt hier so gesehen. Schon äh, eine interessante Entdeckung. Steht tatsächlich nicht dabei. Okay, dann zeigt Google nur den Titel nicht ordentlich an. Weil der Titel lautet heute Faule Weltreise Geotestik. Weil ich faul und rumreise. So, hier steht auch nochmal, wo wir sind. Aber wundert mich genau wie bei Seven Days to Die, dass Leute Geotestic nicht kennen. Ist eigentlich ein ziemlich großes Spiel, was auch von Gronk als Supporter stark unterstützt wird. Wir sind auf Höhe des KFCs. Das ist gut. Also wer, wer da schon mal zugeguckt hat, der hat das auch schon mal gespielt. Ist aber auch schon eine Weile her, aber seitdem supportet er das. Okay, ich glaube, der KFC wird nicht angezeigt hier. Schade. Hätte ja geholfen. Okay, aber wir wissen ja, wo wir sind. Und wir kommen hier aus irgendeiner Straße raus. Die Frage ist halt, aus welcher? Ich würde schon sagen, dass das hier eine ne bessere ist. Malibi Lodge. So, wenn hier die Malibi Lodge ist, dann wäre das hier. Ansonsten... Nee, die kann es nicht sein. Die kann es nicht sein. Hier vielleicht. Kann es auch nicht sein, weil wir haben gegenüber keine. So, aber ich sehe die malibi Lodge nicht hier irgendwo. Vielleicht viel dichter dran, als ich denke. Ah, die ist auch nicht eingetragen bei Google. Auch nicht hilfreich. Matasoni. Aber ja, zur Not einfach immer nachfragen. Dann sage ich das ja. Ich, ich wundere mich halt immer nur. Warum das manchmal angezeigt wird und nicht? Also aber heute hat Google ja eh Probleme. Wahrscheinlich liegt's denn da dran. Ähm Auf dem Konto wird's angezeigt. Ah, interessant. Das ist echt komisch. Okay, Teshilani National Park. Sehen wir den denn? Nicht mehr der ist eingezeichnet, nicht? Ungünstig. Also, ich gehe ganz stark davon aus, dass wir auf dieser Straße sind. Hier, mein lieber Lodge. Wir sind auf der Straße. Alter, ganz am Ende. 32 Kilometer. <laughs> okay, das sind 32 Kilometer nur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, Okay, kommt hin. Ja, hätte ich nicht gedacht. Alles klar. Dann ist hier auch der National Park. Teschilani, hier. Tischgelani Celtic. Ja, dann sind wir genau da und wir stehen auf der Straße schon. Bedeutet, ich glaube, ich bin pers perfekt. Da gehe ich hin. Finish. 1,65 Meter. Jawohl! Und damit geht's in Runde 3. Weiter. Ja. Und gerne ein Like und ein Abo da lassen. Freitags gibt's hier nämlich immer Geotestik. Und wir sind wieder irgendwo in in einem spannenden Land gelandet. Ich hätte schon wieder Taiwan gesagt. Aber es könnte auch gerade noch was anderes sein. Philippinen oder so, nicht? Kambodscha. Nee, okay, Asien. Asien ist schon mal gut. Vielleicht ich mit Taiwan vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber ja, ich, ich hoffe, Google macht auf jeden Fall ähm, demnächst mal ein bisschen was für seine Nichochi, ähm, für seine Livestreams, äh, um die noch ein bisschen besser zu integrieren und ich meine wozu gebe ich als Streamer die Informationen an, wenn sie euch eh nicht angezeigt werden, nicht wahr? Das ist ein bisschen ungünstig. Hier haben wir auch schon wieder eine Karte von der Region. Das mag ich natürlich sehr. Abgehende Straßen. Also hier haben wir nachher alles, was wir brauchen. Wenn wir die Ecke ein bisschen besser eingegrenzt haben, dann ist alles da. Das ist gut. Was spielst du sonst noch? Ähm, wir machen aktuell sehr viel Seven Days to Die. Aktuell die 106. Okay. Sieht ja nach Südkorea aus, nicht? Ähm, ja, Seven Days to Die. Oh, Zombie-Horror-Apokalypsen-Spiel. Ja, die hatten diese. Die hatten die blauen, nicht? Die 106. Das muss Taiwan wieder sein. Ähm, dann machen wir. Was machen wir noch? Aktuell ähm, hier Throne and Liberty, MMORPG, spiele ich. Ansonsten noch Ara History Untold. Das muss auch nochmal kommen. Ja, so eine Dinge. Ansonsten einfach mal gucken auf meinem Kanal. Alle Playlisten, die aktuell aktualisiert wurden, das spiele ich. Wir spielen auch so Sachen wie Satisfactory, kommt sicher nochmal. Ähm, aber auch Retro-Spiele wie Rollercoaster Tycoon, Pizza Connection 1, die kommen auch oft auf diesem Kanal. Und denkt an das heutige Codewort. Wenn ihr mich supporten wollt und einen Kommentar da lassen wollt, dann war das heutige Codewort, ich hab's vergessen schon wieder, Welt, habe ich glaube ich gesagt. Genau. Einfach Welt kommentieren oder auch ein Like da lassen. Gerade auf den Shorts oder so sind Likes immer sehr, sehr wichtig. Und auch Kommentare sind sehr, sehr wichtig. Aber eure Chat-Reaktion ist natürlich auch schon immer hilfreich und sehr, sehr viel wert. Ich mag es nämlich, wenn ich wenigstens ein bisschen mit euch reden kann. Vorhin war schon sehr ruhig. Aber es liegt, wie gesagt, an Google. Die haben heute anscheinend irgendwie Probleme, ähm, dass da nicht so viel angezeigt wird. Luciu, Dionguchan hilft mir noch nicht. Wir brauchen eine Straßennummer, nicht wahr? Ohne Straßennummer wird das nicht hier. Die die, die Straßen und ihre ähm, nicht Breite erinnere mich irgendwie immer an Österreich oder so die oder Sch ne Schweiz nicht aber Österreich die hatten auch so enge Straßen. Oh das war mir nix muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh obwohl ich auf so einer Route schon mal den äh, Google Maps Karte gefunden habe. Mit genauer Position, das war richtig hilfreich. Und ich meine, wir wollten ja eine Weltreise und das hier ist eine Weltreise. Mitten durch den Dschungel in Taiwan. Aber warum spielt, also, wenn ihr das Spiel spielt, würde mich mal interessieren, warum spielt ihr denn das? Also, ich spiele es wirklich, um mir die Sachen anzugucken. Nicht so, die, die Sachen einzuatmen, zu sehen, so, nicht Steinwände. Ich könnte auch in echt hinreisen, aber. Ich mag Reisen nicht. Reisen ist mir irgendwie immer so ein bisschen unsicher. Da bin ich nicht so ein Fan von. Ich mag nicht fliegen. Ich mag nicht Schiffe. Ich mag Reisen gar nicht. Und dann die Preise? Nee. Ich finde, das hier ist eine super Alternative, die mir vollständig reicht, um die Welt zu erkunden. Okay, jetzt haben wir sogar ein großen, flächigen Netz der Region. Vielleicht können wir daran. Das könnte das hier sein. Na, nicht ganz. Nicht ganz. Hier, das ausgestülpt hätte ich gesagt, das ist es. Aber so passt das nicht. Hm. Die Straße, die hier so durchgeht, das sind eigentlich zwei Teile. Die Frage ist, welche Zoomstufe ist das, nicht? Wenn das so eine Zoomstufe hier ist, das ist es. Das ist es, oder? Nee, nicht ganz. Aber das sieht verdächtig aus. Boah, das sieht... Ver äh, hätte ich fast gesagt, das ist es. <laughs> Gut, könnte natürlich eine... Hier fehlt halt die Straße hier, nicht? Aber so vom, vom Kopf her. Nicht? Das sieht aus wie so ein Entenkopf oder... Äh, das sieht aus wie ein Entenkopf und das sieht eher aus wie ein Hundekopf. Aber sowas könnte das sein irgendwo. Ja, aber das macht keinen Sinn, das zu suchen, wenn man die Zoom-Stufe nicht kennt. Wenn es das nachher doch da ist, dann, dann fresse ich einen Besen. Ich meine, kann ja auch so eine Zoom-Stufe sein, nicht? Und das hier sein. Hm. Oder halt auch so eine Zoom-Stufe. Und das sind Wanderwege. Ja, das hilft mir nicht. Ich mag die Herausforderung und die Möglichkeit, die verschiedenen Biome der Welt anzusehen. Ja. Das finde ich auch nicht. So einfach, wie sieht ein Fluss hier aus? Was für Bäume wachsen hier? In Afrika sieht man sogar Tiere, wenn du rumfährst, finde ich auch immer sehr faszinierend. Ich habe einige Shorts von so, ja, die habe ich Safari-Shorts genannt. Wir haben Strauße am Rand gesehen, Gazellen, Elefanten, äh, Giraffen. Was haben wir noch entdeckt? Äh, also, da haben wir einige Tiere auch gesehen. Ähm, immer sehr faszinierend. Ich mag auch die kleinen Infos, die man äh, finden kann, herausfinden, wo man ist und natürlich die schöne Gegend zu sehen, ja. Wir waren vorhin zum Beispiel im, die 99, ja. Hier ist die 112. Äh, wir waren vorhin in, ah, wie heißt das? Äh... Warte! Ist auf der anderen Seite der Welt. Wir waren vorhin in Faröer-Inseln und ich wusste nicht, wo wir sind. Wir konnten nicht vor- und zurückfahren. Es gab nur ein Haus und ein Container und auf dem Container stand Fadeleur oder sowas. Und ich so, Fadeleur und dieses D halt. Ich so, meinen die damit Faröer in Faröenisch geschrieben? So, und dann hatten wir nur ein Berg und eine Stadt, die wir im Horizont gesehen haben und das Wasser und die Wasserausrichtung. Und an, anhand dessen habe ich äh, Reykjavik, äh, Island abgescannt, hat nichts gepasst. Norwegen geguckt, hat nichts gepasst. Ich wieder ähm, äh, das geguckt. Und dann anhand des Berges genau gesehen, das muss er sein, weil die Abstufung so markant war. Das war so ein geiles Gefühl. Und dann, bam, genau die Stelle gefunden. Und genau deswegen spiele ich das. Aber das ist schon drei Folgen oder vier Folgen hier für die, die die Aufnahme später sehen. Äh, so, und jetzt suchen wir die 99 mit irgendwas davor. Muss man ja auch immer aufpassen hier. Wo waren jetzt das Schild mit der 99? Da. Dass das ist auch das richtige 99 davor, ist, nicht? Ich glaube, das heißt Nord-Süd-Ost-West kann es sein. Kann jemand. Alt Kantonesisch oder wie das heißt 69 172 74. Ich würde auch eher sagen, wir sind so in der Berggegend oder so Ich scrollen wir mal ein bisschen übers Land. Vielleicht sehe ich durch Zufall was? Was haben wir hier? 14. Und das Ende im Gelände. 101. Warte mal, die 101? Kann die 99 doch nicht so weit sein? Okay, ich muss richtig dicht dran zoomen für die 99. 25, 21, ja, okay. 11, 12. Na, ja, wir brauchen eine große Straße. 106. 102. 106, 102. Aber hier zwischen kann man nicht sein. Na, ja, das ist halt irgendwo im Nirgendwo nicht. Und hier ist wieder 25, ja. Ich weiß nicht, wo die ist. Äh, fahren wir weiter. Für welches Programm nutzt du für Streaming? OBS. Das ist das einzige Programm, was man wirklich gut verwenden kann. Weil, also du kannst damit alles machen. Und das ist halt for free. Wüsste jetzt keins, was die Sachen besser macht. Vor allem alle anderen greifen Daten ohne Ende ab, wie bei Streamlabs oder so. Äh. Ja, muss man mögen. 105. Das muss schon die Ecke sein. Hier war 102. Die 105 habe ich doch auch gerade irgendwo gehabt. Dann hier nicht, die 100 da. 102. 37. Hm. Hmm. wahrscheinlich sind wir dichter in der großen Stadt, als ich denke und wir dümpeln einfach hier oben rum oder so im Hinterland ein bisschen. Das hatte ich auch schon mal. Dann bin ich irgendwie hier über die große Straße gefahren und stand mitten in der großen Stadt, weil hier ist die 110. 106. 105. Äh, nee, 106. Verlesen. Wollte schon sagen. 109. 102 <laughs> Gib mir meine 105. 106 105. Das wäre krass, wenn wir hier wären. War mal. Sehen wir hier diesen Kopf? Nee. Aber die 99 sehe ich nicht. Das kann auch sein, dass die 105 hier einmal komplett durchgeht und hier unten wieder rauskommt irgendwo. wenn ich Pech habe. Nee. Hilft mir auch nicht. Wir müssen auf eine große Straße kommen. Nutze auch. Ja, ist auf jeden Fall sinnvoll. Da kann man eigentlich alles einstellen im OBS nicht, so wie man möchte. Äh, die Unterstützung im Internet ist auch sehr groß, auch wenn man Hilfestellung oder Probleme hat bei OBS findest du eigentlich immer irgendwas oder ein Plugin. Nilsson1489 ähm, hat auch ganz viele Videos, wenn man irgendwas einstellen muss, was sehr hilfreich ist. Ähm. Suddenly, Z-Escalated Quickly, habe ich einen kleinen Unfall gebaut, sind wir einfach hier im Busch gelandet. Wie konnte denn das passieren? Ähm. Aber die pflegen die Straßen genauso gut wie wir, nicht? Nämlich gar nicht. Alles überwachsen, zugewachsen. Na. Nielsen hat ja auch beim Einrichten sehr viel geholfen. Ich glaube, jedem hat der geholfen. Außer du bist schon so lange dabei, dass er noch nicht selber die Videos hochgeladen hat. Aber ja, also gerade bei ihm, also gut, die meisten Sachen, UBS selber habe ich eingestellt, aber sowas wie IRL und so eine Sachen, da bin ich auch auf ihn gestoßen und habe ich mir vier abgeguckt, weil es halt super schnell ging. Und manchmal fehlt dir ja wirklich nur bei den ganzen Anwendungen so ein. Ja, so ein Mikrofunke, nicht? Es ist ja nicht mal so, dass du alles nicht verstehst oder weißt, aber manchmal ist so, was macht dieser Haken? Und dann guckst du seine Videos und, ah, da erklärt das. Penchuang Ja, wo wollen wir jetzt lang? Nach Norden oder Osten? Die Straße nach Osten sieht besser aus, nicht wahr? Dann würde ich sagen, fahren wir da mal lang. Und wir haben 10 starke Marke-Bewertungen heute, auch wenn der Counter noch was anderes behauptet. Ah, hier kann ich, doch, ich kann hier rein. 10 ist auf jeden Fall immer eine gute, gute Nummer. Bei Seven Days to Die hatten wir neulich 25, das war natürlich wesentlich stärker, aber dafür hatten wir heute mehr chat reaktion Oh ja, die Herzen fliegen, das ist wichtig. Gib mir meine 110. Oh, und die schöne Straße wird zu so einer richtig scheißstraße hier. Oh no. Und ich glaube, hier ist Privatgelände. Am 28.06.23 ist hier der Mizono äh, Golf äh, Dings nicht. Bedeutet aber Golf ist in der Nähe von der großen Stadt, nicht? Reiche Leute wollen doch nicht so weit fahren. Oder wollen die Dorfbewohner auch Golf spielen? Glaube eher nicht, oder? Golf ist eher so ein reichen Sport. Hier will er nicht richtig fahren. Was ich immer sage, was ich richtig gern hätte, ist, wenn er mit der, äh, wenn Google mit einer KI diese Zwischenbilder klarer machen würde, nicht? Dass man wirklich wie so eine Fahrt hat. Boah, Alter, das wär's. Also das wäre der next level, nicht? Dass das dann so so eine durchgängige Fahrt ist, dass man einfach sagen kann, äh, fahr geradeaus oder so. Weil das. Ich meine, es geht ja nicht darum, hier. Also das Klicken, nicht? Und dieses Verschwimmen, das nervt schon dabei. Aber die Hinweise suchen, das macht halt Spaß, aber das kann ich halt auch ohne, indem ich die ganze Zeit klicken müsste, nicht wahr? Aus welcher Gegend komme ich? Aus Leipzig. Wir machen auch öfter EAD-Streams aus Leipzig. Aber aktuell ist das Wetter schlechter, aber Sonntag gibt es eine Radtour. Da nehme ich euch wieder ins Umland mit. Und für alle, die eine Idee haben, wo wir hinfahren wollen. Ihr könnt gerne in meinen Discord kommen, Ausrufezeichen Discord. Da könnt ihr auch über Geotestic reden oder auch Time-Gesser, empfehle ich euch übrigens als Spiel. Ähm, Habe ich auch ein paar Let's Plays auf meinem Kanal. Und ja, ich würde sagen, äh, da könnt ihr auch zum Beispiel mir hinterlassen: hey, 50 Kilometer Umkreis von Leipzig, guckt ihr doch mal das an, das wäre ganz cool. Und dann fahre ich dahin. Wir haben, also ich will eigentlich sammeln. Bis nächstes Jahr eure Ideen, aber bisher kamen keine Ideen rein, egal wie viel Zuschauer da waren. Ob 10.000 oder 4. Bisher kam da noch nichts, aber dann fahre ich wieder nächstes Jahr meine Touren im Umland ab und nehme euch wieder mit. Äh, ja, das wird doch wieder großartig, hoffe ich. Und morgen dann vielleicht die letzte Tour des Jahres, obwohl. Nee, übernächste Woche könnte auch noch schön werden. Also, ich bin gespannt. Also, hier soll das Wetter eigentlich sehr gut sein. 16 Grad und kein Regen. War zumindest angekündigt, aber das wechselt ja immer von Tag zu Tag. Ich gucke Sonntag früh nach und dann entscheide ich, ob ich das mache. So war es das ganze Jahr. Also, dieses Jahr war so unbeständig. Im Juli. Regen, Sonne, Regen, Sonne. Dann bist du rausgegangen, weil Sonne und 0% Regen wahrscheinlich angekündigt war und bist einfach in den Regenschauer mit dem IAL-Setup abgekommen. Mein Gott, was soll denn das? Dann war ich im Urlaub, hab euch mitgenommen auf die ähm, Wandertour. Äh, kein Regen angekündigt. Wir gehen raus. Ich stehe auf dem Feld, sehe die Wolke. Ich so, gleich wird's fünf Minuten lang regnen. War so ein ganz dünnes Regenband und das hat wirklich nur fünf Minuten geschüttet aber die Husche meines Lebens, ihr wart mit dabei, ich habe euch ins Gebüsch gehalten. es ähm, war einfach crazy. Aber es konnte einfach nicht vorhergesagt werden und deswegen warte ich immer ab bis einen Tag vorher und guck dann Kofi oder Koli, Koli. Ja, die Ortsnamen helfen mir alle nicht. Die helfen mir dann, wenn ich weiß, wo ich bin. Auf jeden Fall, äh, Wetterbericht dieses Jahr war auf jeden Fall für einen Arsch. Muss man leider so sagen. Die können, können nichts vorhersagen. Auch gestern. Äh, in der einen App irgendwie 60% Regenwahrscheinlichkeit, in der anderen 20%. Ich gehe raus. Regen, Sonne, Regen, Sonne, Regen, Sonne, Regen, Sonne. Was, was soll denn das? Und dann bin ich nach Hause im schüttenden Regen gelaufen. Es war in beiden Apps Sonne. Also, dann lass es einfach, denke ich mir immer. So, die 102. Habe ich auch noch nicht gesehen, oder? Mit dem Zeichen. Das hilft mir alles immer nicht. Und die Ortsnamen kann ich nämlich nicht lesen. Ha. Bei der Wettervorhersage kann man auch auf gut Glück würfeln. Ja, genau so ist es. Also da gewinne ich eher im Lotto, als dass das Wetter richtig vorhergesagt wird dieses Jahr. Das war wirklich. Also das Jahr war echt verrückt. Die 100. Ja ja, aber das war die 102 mit dem Symbol Haken nach unten und Strich nach oben. Ich habe die 102 gefunden, aber nicht die 102 mit Haken, oder? Das ist ja immer die Sache. Ich habe ja auch die 105 gefunden, aber ich habe nicht die 105, die ich suche gefunden hier, nicht da diese Symbole, die dabei stehen, sind das interessante. Aber ich guck jetzt noch mal, nicht, dass es doch die 102 mit Symbol war. Hier ist die 106. Hier, das ist nämlich die 102. Aber hier ist die 102 mit Symbol. Okay. Und dann muss hier aber doch die 99 abgehen. Und das tut sie halt nicht. Bedeutet, wir können hier nicht sein. Das ist halt so das, was ich nicht verstehe. Und hier geht nur die irgendwas weiter. Die 2. Das hier ist nur eine Straße ohne Nummer. Also das das kann's halt nicht sein. Was müsste ja auch die 105 mit Symbol hier in der Ecke sein. Ist auch nicht. Also es passt halt hinten und vorne nicht. Aber was ich auch schon hatte, ich glaube, diese 100er. Sind lokale Straßen, die helfen dir halt nicht. Hier unten kann es genauso eine 102 geben, wahrscheinlich. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Oder die, das Symbol da vorne, wenn das leicht anders aussieht, dann, dann bedeutet das 102 Süd vielleicht oder ist Bezirksname oder irgendwas. Hier ist, auch ein, hier ist eine 151 zum Beispiel. Oben war eine 150. 156, ja. Deswegen, wir brauchen die blaue Straße. Ohne die blaue Straße wird das nichts. Hier ist eine 200. Am besten wäre eigentlich, wenn wir so die, die sieben finden oder so. Oder die neun. Die geht an der Küste entlang. Dann, dann wüsste ich wenigstens sehen, auf welcher Seite wir sind oder sowas. Oh Mann. Und hallo Anime-Katze. Willkommen, willkommen zu so später Stunde. Schön, dass du da bist. Immer noch die 99. Die 99.1. Okay, ich habe nicht mehr die 99 gefunden. Geschweige denn die 102, geschweige denn die 99.1, geschweige denn die 105. Don Juan Center. Okay, vielleicht muss ich über die, die Dorfnamen gehen. Don Juan. Don Gagang. Tainan. Shonuan. Anan. Ah, oh, es ist einfach zu viel, nicht? Ich meine, ich kenne das Don Juan Center. Dong Shang? Nee, Don Zhuang. Aber hier ist alles irgendwie Dongshi, Dongshang, Dongsheng, Dongshung, Dongshi. Oh nee. Okay, das hilft mir gar nicht. Und Aus Tia Kilung. Kilung wäre cool, wenn das dran steht. Oder Datong, nicht? So, so Orte, die hier so. ...groß auf der Karte irgendwie angezeigt werden, aber die kleinen Piepsorte, die die helfen halt einfach nicht. Da muss man zumindest wissen, ob man im Norden oder Süden ist, sonst suchst du dich zu Tode. Das Land ist größer, als man denkt. Ähm, weiter, immer weiter. Ich werde meinen Account am Ende nur, dass du Bescheid warst. Also morgen, okay, gut zu wissen. Da bin ich immer gespannt, was du dir aussuchst. Wirst du zum Anime-Hund? Dann Chuang. Okay. 99.1, sehr spezifisch. Oh ja. Ich wund wundere mich echt. Es oh, da stand was. Ich glaube, die Anzeige, wie viele Leute zugucken, funktioniert heute nicht. Weil mir werden zwei Leute angezeigt, aber fünf Leute chatten. Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Ich glaube, da ist irgendwas heute kaputt gegangen bei bei äh, YouTube. Nein. Okay, ich bin gespannt. Die 165, die ist jetzt zuverlässiger, nicht? Das ist eine groß, größere, sage ich mal. Bye-bye-he. Die Frage ist, wird Beihe angezeigt hier? Und 165? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich die gesehen hätte. Chucheng. Yuluya. Yinshan. Aber es ist immer gut, eine Straße ohne diesen komischen Zusatz zu finden.

45, 146, 104, 96, 1, 97, 1, hier. Das sieht 99, 1. Krass, hier sind wir. Wir sind im Ballungsgebiet hier. Tainan und Shiyai. Ah, das hätte ich nicht gedacht, ne, Also, doch, ich hätte es gedacht, aber. Und da ist Dongshang, okay. Und hier bei der 99.1 sind wir nämlich gerade vorbeigefahren. Und das hier ist dann die Straßenaufteilung. Hier. Nach Westen ne? und Süden Westen, wo ist die gewesen? Wir kamen ja von der 100. Äh, von der 99, nicht? Du, 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 du. Hier, nach Westen? Nee. Nach Westen teilt sich die Straße. Na gut, hier ist die 105. So, und jetzt gucken wir mal. Hier stehen wir ja beim Start. Nach Westen eine Teilung. Und wir wissen nicht, wo es hingeführt. Obwohl, warte, doch hier ist ein grünes Schild gewesen rassismitte haben andere Streamer genutzt, wenn die sich nicht orientieren konnten. Hilft dir der Stand der Sonne nicht. Nee. Also ich benutze auch den Stand der Sonne nicht mehr. Ähm, einfach weil das Oft-Shit ähm, zu Verwechslung geführt hat. Also manchmal passt das GPS nicht und dann ist die Sonne im Norden, im Süden. Die ist nicht zuverlässig genug. Und mein neuer Name wird Luna-Reiterin. Okay. Wie kommst? Hast du ein Pferd neues Luna oder klingt auf jeden Fall spannend Mondreiterin? Zu spät. Naja, was also was ich hilfreich finde, ist ähm, die Ausrichtung von den Satellitenschüsseln. Das hilft dir. Das ist zuverlässig. Yuan Tan, jetzt haben wir was. Okay, wir müssen Yuan-Tan an der 99 finden. Ich hoffe, die 99 geht nicht hier hinten irgendwo weiter, sondern hört hier auf. Hier hört sie auf. Okay, also hier geht die 99 los. Führt hier lang. So. Und Yuan Tan ist ein großes Pnöppelchen und dahinter so ein komisches Symbol. Oh Mann. Ah, äh, da, 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 da. Eigentlich muss das Symbol ja recht gut erkennbar sein, dieses viereckige. Aber keine Ahnung. Hm. Yuan Tan. Hilft mir auch nicht, oder? Shit. Oh! Hast du wirklich. Okay, das ist ja interessant. Wie kommt's? Einfach so. Glück gehabt. Oder. Ja, freut mich auf jeden Fall. Das ist doch was Schönes. Also ganz ehrlich, ich sehe doch auf dem ganzen Scheiß 99er-Weg nur diesen Ort. Den Dongshuong. Ansonsten habe ich hier gar nichts, nicht? Vielleicht das Ding noch. Und da, da gehen nur zwei, drei Straßen ab. Aber hier gehen doch überall Straßen. Ab, im Rondell, im Dings. Das heißt, wir können ja nur in dem Großen hier sein. So. Aber es passt von der kompletten Ausrichtung halt nicht. Okay, wir könnten hier noch stehen. Hier gehen auch viele Wege ab. Ja, Mann, jetzt, jetzt weiß ich, wo ich bin und ich weiß nicht, wo wir sind. Ich gehe noch mal in die Straße rein, von der Ausrichtung her. Also, die führt west-ost. Aber stur nach westen und die Straße geht ab nach südwesten. Okay. Also, wir haben eine Straße, die geht nach südwesten weg und das müsste die 99 sein. Und die einzige Stelle, wo die 99 nach Südwesten weggeht, wäre hier oben. Ansonsten kann sie nicht nach Südwesten weggehen. Vielleicht hier noch. Aber da wäre ein Fluss. Wir hatten keinen Fluss. Und es gibt halt keine Stelle, wo eine Straße so hier weggeht. Das macht mich stutzig. Und hier die 99 endet. Ich bin fast der Meinung, es gibt noch eine 99. Aber hier wäre die 165, das passt schon. Aber wir haben doch never ever diese große Straße gekreuzt. Da muss die unterirdisch verlaufen. Aber eigentlich müssen wir drüber äh, drunter gehen. Aber wir haben doch keine Autobahn gekreuzt oder bin ich doof. Die Berge helfen auch nicht so. Na, den einzigen, den ich wirklich sehe, wäre im Nordosten der. Aber das Problem ist, die sind nicht hoch genug hier, also nicht markant genug, nicht. Ob das nun der oder der ist, pff, schwierig. Vielleicht sind wir auch nicht am Anfang auf der 99. In welche Richtung geht denn das hier weg? Die Straße hier geht nach Norden, Osten, Süden, Westen. Die geht nach Nordwesten weg. Das heißt, wir haben eigentlich so eine Kreuzung. Und alle Kreuzungen, die ich sehe, gehen genau andersrum. Alle gehen so rum und ich bräuchte genau das umgedreht. Und das gibt's halt nicht. Hä? Also selbst wenn ich eine kleine Straße hernehme, wird das schwierig. Weil das hier ist keine große Straße, oder? Einfach nur so, okay? Einfach nur so ein Pferd gekauft oder bekommen? Wie, also wie kommt man dazu? Oder aufgepäppelt so ein Artgnant hier bekommen? Oder zufällig ein Fohlen geboren worden? Kann ja auch sein. Und die Herzen fliegen, das ist wieder wichtig. Ah, guck mal, das ist ein riesiger Ort. An der 99 oder 105. Wir fahren jetzt nochmal hier entlang. Wir fahren leicht südwestlich die ganze Zeit. So. Äh, wo bin ich hier gelandet? So, südwestlich. Dann machen wir einen Knick und fahren komplett nach Süden und dann fahren wir sogar nach Südosten und hier fahren wir über einen Fluss rüber und dann kommt Nishu Uzi das Problem ist dass halt hier nichts dran steht nicht Blablabla Gemeindezentrum. <laughs> ja, aber wo ist Inichu uzi Das ist ein komischer Tannenbaum. Das hier ist. Hier ist Nichu uchi Da ist es. Seht das? Komischer Tannenbaum, komisches Symbol und die sieben. Das heißt, wir sind hier reingefahren gerade. Aber wir sind ja nach Süden gefahren. Das heißt, wir kommen von hier. Das heißt, hier stehen wir. Das kann doch nicht sein. Dann werden wir doch nie... Zu Oder bin ich so rum zur 99? Das kann natürlich sein. Ich bin bis hier, diese komische Straße, und dann die 99 entlang. Ja, aber da stehen wir. Anders geht's nicht. Aber es geht ja nicht nach Süden. Shit. Nee, das kann es noch nicht 100% sein. Stehen wir vielleicht wirklich hier? Aber dafür ist es, das Spitzzeit. Halt. Was steht da dran? Da steht doch was. Die 99 geht hier lang. Und das müsste ja sonst die 106 sein. Hä? Es gibt keine Stelle, wo die 99 südwestlich verläuft. Die geht immer nach Norden. Also hier vielleicht. Aber das kann es nicht sein. Vielleicht stehen wir hier an sowas. Dass es da nach Südwesten geht. Warte mal, wir fahren mal nach Nordosten. Aber es geht ja nach Nordwesten. Und die geht hier nach. Nach Osten. Und dann nach Nordosten. Okay, da müssten wir gleich über den Fluss kommen. Wenn das ist, dann habe ich die Position. Was ist hier? Juantan. Wie geschrieben? Ach so, das war dieses komische Ding. Das hier könnte, ah, guck mal. Ich glaube, das 7 heißt Dorf, nicht? Das heißt hier Juantan Dorf. Das wäre hier, das passt. Okay, das heißt, man muss die Schilder auch anders lesen. Und wenn ich ranzoome, gibt's das nicht. Das heißt, wir sind gerade hier und hier hinter müsste jetzt der Fluss kommen. Und hier ist wirklich eine Brücke und der Fluss. Das heißt, dass das hier. Krass. Okay, wir merken uns mal diese komische 7 heißt Dorf in altchinesisch. Das heißt hier auch blablabla Dorf und Gemeinschaft wahrscheinlich oder so. Oder ja, oder irgendwas, was so eine Art Dorf kennzeichnet, nicht? Die sieben. Oder irgend, zumindest eine lokale irgendwas. Hier steht's vorne. Ja, gut. Ich kenne mich mit Chinesisch nicht aus. Ähm, aber das ist auf jeden Fall sehr markant an der Stelle hier. Gut, dann haben es gefunden. Aber hätte ich nie gedacht, dass es das hier ist. Ach, du kriegst die Motten. Bingo Bongo, Runde 3 von 3. Wir haben es geschafft. 2,19 Meter. Und damit haben wir 18.000 Punkte. Oh mein Gott, wir waren 18 Minuten in Mongolei. Wir waren 12 Minuten in Lesotho und 40 Minuten in Taiwan. 70 Minuten 53 haben wir gebraucht. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Und dann schaffen wir es schneller wieder.